So, herzlich willkommen jetzt hier zum nächsten Player Review und heute gibt es Yacine Brahimi in Form. Haben es ja relativ viele in den Kommentaren unter den letzten Player Reviews gewünscht und jetzt ist er da, hat ein 79er Overall Rating, hat dabei 78 Tempo, 87 Dribbling, 66 Schuss, 79 Passen und 63 Physics, 1,75 groß, Mittelarbeitsraten, Rechtsfuß, 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, hat mich 10k gekostet, also geht für Discard-Preis und hat in 4 Spielen 4 Tore erzielt und 2 Torvorlagen gegeben. Das waren eigentlich nur 3 Spiele, denn im 4. Spiel ist mein Gegner einfach nach dem einen Tor, was Yacine Brahimi beispielsweise vorgelegt hat, einfach mal gequittet. Wir sind schon bei den Ingame-Sets, die sind relativ solide, muss man sagen, für ein 79er Overrating, muss man ja sagen. Also, ich habe jetzt gerade zweimal muss man sagen gesagt, aber das muss man eigentlich gar nicht sagen, aber es ist einfach so. Zudem muss man auch bedenken, dass Yacine Brahimi auch vom linken Flügel in die Mitte mal wieder gerutscht ist. Das ist irgendwie in den letzten Player-Reviews relativ häufig der Fall, dass ich Spieler reviewe, die vom Flügel in die Mitte kommen. Aber egal, kommen wir dazu, was Yacine Brahimi denn euch wirklich so auf dem Platz liefert. Muss ich sagen, sein Schuss 66, haben gerade beispielsweise an einem Schuss aus einer etwas größeren Distanz gesehen an die Latte, ist mir zumindest nicht so schlecht aufgefallen. Also 66 Schuss kann ich gar nicht unterstreichen, auch nur 58 Finishing in den Ingame-Sets und ich meine, sieht das nach 58 Finishing aus? Ich finde nicht. Also sein Schuss ist wirklich besser als 66, er ist nicht der beste der Welt, aber auf jeden Fall besser als 66. Dazu sein Tempo, 78 Dribbling, kommt mir auch in vielen Situationen besser vor, beispielsweise hier, er läuft einfach, ja okay, denkt er sich so. Ist ganz okay. Also auch das Tempo kommt mir eigentlich ein bisschen besser als 78 vor. Dazu sein Dribbling, 87 Dribbling, unterschreibe ich sofort. Die Ballkontrolle stimmt bei ihm einfach in den meisten Situationen zumindest absolut perfekt. Da kann man also echt auch nicht meckern. Dazu sein Passspiel, hat er auch 2 Torvorlagen gegeben, ist relativ gut. Also er ist echt ein super Spielmacher, muss man sagen. Der Ball klebt in den meisten Situationen wirklich am Fuß, so hier beispielsweise. Super durchgesetzt in den Zweikämpfen und dann der Pass hier auf Jackson Martinez war gut, aber der verwertet nicht ganz so gut. Deswegen sein Passspiel geht auch auf jeden Fall klar. Die Laufwege, hat er 77 Positioning in den Ingame-Steps und Medium Arbeitsraten, Entschuldigung. Aber das Positioning kam mir eigentlich auch ein bisschen besser vor. Also in den meisten eigentlich hat man nie Probleme, ihn irgendwie zu finden. Hier läuft, zack, läuft er los, setzt sich dann durch, hier legt er nochmal dann gleich vor, zack, super. Passspiel, also auch wie gesagt, deswegen auch seine Laufwege waren auf jeden Fall ziemlich gut. Dazu sein Weakfoot, 3 Sterne. Nee, ihr werdet noch, glaube ich, ihr habt schon ein Tor gesehen, wo mit links einfach komplett kurz in die untere Ecke abzieht und der Ball ist drin. Dazu sein Preis 10k, ich meine, er geht für Discard Value, deswegen kann man da auch nichts falsch machen, wenn man da mal 10k ausgibt. Deswegen, der Preis ist auch super, deswegen kann man den auch einfach ohne Probleme austesten. Seine negativen Punkte sind, er ist ziemlich schwach, nur 1,75 groß und seine Körperstärke ist, glaube ich, 61 in den Ingame-Sets, aber übrigens war der Linkschuss. Deswegen, also die Körperstärke stimmt wirklich nicht und natürlich 3 Sterne Skills sind wie immer nicht ganz so super. Aber sonst hat mir Yacine Brahimi überraschend stark gefallen, muss ich sagen. Gibt von mir im Endeffekt eine 8,5, aber mit einem Däumchen hoch, denn er war nicht besser als beispielsweise Antoine Griezmann oder Alexis Sanchez, aber von der Preis-Leistung her war er ungefähr gleich und er hat halt diesen Preis-Leistungsvorteil und das macht ihn halt mit einem Däumchen hoch nach oben. Das war's von diesem Player-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche noch einmal einen schönen Tag und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das reviewen soll. Ich sage vorübergehend zumindest. Ciao.